Ah, das ist so schön. Oh, die weint. Während ich sag, wie schön es hier ist. Oh, Mauspad, Moment. Genau, vielleicht war es Manuel Neuer. Genau. Da muss ich hin. Ich mach das jetzt echt jedes Mal, damit ich wirklich mich nicht mehr verlaufe und eine halbe Stunde im Kreis renne. Ich muss einfach immer die Karte öffnen und genau gucken und markieren. Es ist einfach so. So. Oh, was passiert jetzt? Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet, jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Movigrad, ach verdammt. Hatten wir das nicht Ich schon? wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Das hatten wir Dein letztes Mal Vater? Nein, der. Sie hat. Ich hab die. In den. Warum? Nein. Aber ich glaube, dann bin ich gestorben und Vielen ich glaube, Dank. deswegen Lebt ist wohl. es halt nochmal alles aufgetaucht. Okay. Verfolgen wir mal die Quest. Oh. Such mit Hilfe deiner Hexersinne in den Wäldern nach den Spuren von Hannah. Das war aber dann, glaube ich, so abgefahren schwer. Deswegen lassen wir das gerade noch. Novigrad, hat er gesagt. Wo ist Novigrad? Ich könnte ja auch nur nach Novigrad hierhin, um mir irgendeine gute Ausrüstung zu holen und dann wieder zurückgehen. Ja, wir können ja mal zu so einem Schnellreiseding gehen. Ist nur wie zufällig ein Herrscher wie Stalin? Jetzt habe ich auf den Chat geguckt, deswegen bin ich am Schild vorbeigelaufen. Ich habe eine gute Ausrede. so, Novigrad. Novigrad, der Novi. Ich gehe mal hier hin und schau mal, was die für Waffen haben. Oder ob ich überhaupt das Geld dafür habe, weil ich habe wahrscheinlich die falsche Währung, fällt mir gerade ein. Ach, wie blöd, stimmt. Ich habe wahrscheinlich echt die falsche Währung. Schon wieder warm heute. Bei euch auch. Hier, da gehe ich hin. Kätzchen, Natürlich. ja, wer war los? Hallo. Oh. Wir haben jetzt Schneeball. Die Katze darf aber noch umbenannt werden. Das ist nur der, Platzhaltername. Ach so, da ist der. Hä? Sind die alle doof hier? Okay, anscheinend reden die nicht mit mir. Das ist aber schade. Ich überlege mir mal einen Namen. Ich überlege gerade, ob es in Final Fantasy nicht eine Katze gibt. Ah, ich muss hier hin. Alles klar. So, dann reisen wir mal hier in der Weltgeschichte rum. Nur um uns eine bessere Waffe zu holen und reisen dann wieder zurück. Um alle Nebenaufgaben natürlich noch zu machen. Aber bessere Waffe wäre schon nice.
Mann. Noch ein Mutant. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Hübsch die Stadt hier, ne? Leckere Hexe. Will die mich essen? Hast in Lok Mujin ja ein schönes Chaos angerichtet. Der Name ist vielleicht ein bisschen zu lang. Wo will denn der hinlaufen? Ich bin gerade der Spur hinterher, aber der geht ja ganz falsch. Nee, ich muss da zum Grünen. Weil du Katzen magst und das sind Teufelstiere. Ach, das geht schon. Warum sind Katzen denn Teufelstiere? Also ich hatte noch nie eine Katze, aber ich finde die eigentlich ganz süß. Ich finde es nur furchtbar, wenn die tote Mäuse anschleppen und die dann in die Luft werfen. Dann laufe ich schreiend davon. Ich liebe Mäuse, aber ich will nicht getroffen werden von einer Maus. Gehen die Leute nachts auf Hexenjagd? Na klar. Hier bin ich aber falsch. Und zwar so. Ah! Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Na doch. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. Ein Experte für Elfenschwerter. Du musst Aper Hattori sein. Oh ja, der bin ich. Geralt von Riva. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Essen wir einen Knödel. Jetzt werden wir gleich vergiftet. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst. Schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Okay, das sieht mir nach einer Quest aus, die wir jetzt noch nicht machen können, aber wir können sie mal annehmen. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert jemand Novigrad. Markus 17, vielen Dank für deinen Follow. Danke. Aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafgar zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich hab nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und hab verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz. Und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Mhm. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard.
Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Ja, aber nicht jetzt. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja, vor allem können er und Hacker sich nicht leiden. Unter dessen Schutz steht ja Von Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Ja, da steht. Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Nein, nicht heute. Ich bin dafür noch nicht geskillt genug. Ah, gut. Hallo. Knödelschlacht. Ach, der Elf ist der beste Schmied in der Nähe, Airy. Ja, das glaube ich dir, aber ich kann die Quest jetzt noch nicht machen. Weil ich vom Level her bei Weitem noch nicht so hoch bin. Also das können wir gerne nachschauen. Ich bin ja gerade viel zu weit nach vorne gegangen, weil ich einfach nur einen guten Schmied suchen wollte. Wo sind denn die Quests? Hier. Ist das eine Hauptquest oder eine Hexenquest? Das ist wahrscheinlich das hier, oder? Nee. Hole die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undwig. Wieso ist das empfohlene Stufe 24? Nee, du musst jetzt Sushi machen, weil die isst keinen Keks, die isst Sushi. Jetzt ist die Sushi. Verteidiger des wahren Blödsinns. Masuna hat selbst eine Katze und redet so schlecht über Katzen. Njam, 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 njam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches das Richtige ist. Hier, das können wir eigentlich voll locker abschließen. Ich muss hier nur so eine zu dem gehen und eine Summe zahlen. Interessant. Kann man das auch mit extra Wasabi bestellen? Bestimmt. Ich hätte ja jetzt gern mal so ein Sushi-Rollchen in meinen Mund geworfen. Das wäre toll. Okay, gibt es auch noch einen normalen Waffenschmied, wo ich mir... jetzt einfach was holen kann? Entschuldigung. Also hier gibt es nur den einen. Hier zu dem könnte ich es noch versuchen. Runter, einfach nur runter, da ist dann ein Schild. Das klang so falsch. An was ihr immer denkt. Entschuldigung, aber Sushi-Rolle? Wirklich? Rolle?
Wie wäre es mit Wolke als Name für die Katze oder Wölkchen? Wölkchen ist voll niedlich. Ich habe nur überlegt, ob es nicht vielleicht eine Anspielung auf Final Fantasy geben würde. Mir fällt nur gerade keine Katze ein. Sonst kenne ich bloß noch den Zwerg, der beim Baron ist. Ja, bei dem war ich auch schon. Aber ich suche hier einfach nur irgendwo... Ich habe halt einfach keine guten Waffen. Ich will mir einfach nur ein besseres Schwert kaufen. Also einfach eins, was jetzt ein bisschen besser ist, ist meins. Oh. Wo ist denn das Schild? Luna hieß die Katze bei Sailor Moon, aber die war schwarz. Artemis wäre die weiße Katze, aber das ist ein Kerl. Also er könnte auch Artemis heißen. Es könnte ein Kerl sein und Artemis heißen. Ja, ich bin vorbei, oder? Dass ich sowas weiß noch. Ich habe als Kind eindeutig zu viel Sailor Moon geguckt. Jeden Tag, jeden verdammten Tag. Ich habe Sailor Moon so geliebt. Oh Mann. So, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Schauen wir halt mal kurz. Und dann würde ich wieder zurückreisen, weil da bin ich jetzt auf jeden Fall noch ganz falsch. Hast du das Ding mal hochgehoben und nachgesehen oder woher willst du das wissen? Laut der aktuellen SJW-Studie können auch Katzen transsexuell sein. Nein, aber der war doch irgendwie verliebt in die Luna und so. Und ich habe genügend Sailor Moon-Folgen gesehen, dass ich dir sagen kann, dass Artemis eine männliche Katze ist. Ich gehe einfach einmal hier so hoch und dann nach links, oder? Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Ich meinte da unten bei dir im Bildschirm, nicht Artemis. Ach so. Nee, das können wir uns ja aussuchen, ob das eine männliche oder eine weibliche Katze ist. Bis jetzt ist es einfach nur eine Katze. Ohne Geschlecht. Was? Oh, das ist nur so ein Schleifstein gewesen. Das ist ja blöd. Ah, hier. Das ist zwar ein Rüstungsschmied, aber gehen wir mal zu dem, der hat vielleicht auch ein Schwert. Wo wir uns eins kaufen können. Ich wäre für Rain als Final Fantasy Anspieler. Die Rain ist aber keine Katze. Okay, die haben, glaube ich, eine Katze. Lang lebe Radovid. So, schauen wir mal, was der so hat. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Vielleicht. Kann er mir was anfertigen? Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich guck einfach mal. Hose, Oberkörper, Plunder, Stiefel, nee. Also davon gibt's nichts, aber vielleicht hat er was Nettes so. Also wir brauchen ja nicht nur Schwerter, wir bräuchten vielleicht auch wirklich noch bessere Kleidung. Durchbohrungsschaden, zerschmettern, aufschlitzen, na, vielleicht sowas. Was habe ich hier? Warum trage ich denn das hier nicht? Kann ich das noch nicht tragen? Benötigte Stufe 1. Warte mal, bevor wir jetzt mit dem Typen hier reden. Muss ich kurz mal gucken. Es gibt eine Nebenquest in Vin Hill, wo sich der Geist von Rain in eine Katze verwandelt. Oh Gott, ich glaube, ich kenne die Nebenquest gar nicht. Fuck, okay. Das ruft ihr danach, noch einmal Final Fantasy 8 zu spielen. Und nochmal. Ach, wie krass. Ich glaube, ich kenne die nicht. Wieso?
Die ist viel besser. Kann ich jetzt irgendwo erkennen, was er jetzt alles besser kann? Gibt es da irgendwo so Stats? Spielerwerte wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay, die Stiefel. Also wäre Rain okay. Ja, das stimmt. Dann muss ich aber die Nebenquest auf jeden Fall noch spielen. Stiefel des Ehrenvolks. Hast du schon die Schatzjagd freigeschaltet? Da gibt es doch auch jeweils Schwert und Ausrüstung, wenn du alles hast. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt gerade mal so die vom ersten Ding und vom zweiten alle Nebenaufgaben fertig. Die Quest ist es nicht wert, ein Spiel komplett nochmal zu spielen. Das Spiel an sich selber schon. Kannst ja wegen Triple Child mit uns live dann spielen. Doch, ist es schon. Weil ich habe sowieso schon wieder so Lust auf Final Fantasy 8. Ich habe das ja schon so oft durch. Das ist ja furchtbar. Also, ich kann es auch einfach. Ich habe die Spielstände ja alle. Ich kann es auch einfach da nochmal laden. Und die Quest suchen gehen zum Beispiel. Also, die sollte ich wohl auch tragen, oder? Nee, die sollte ich nicht tragen. Der sagt mir ja, dass das, was ich anhabe, besser ist. Und bei der Hose? Assassinenhose ist besser. Also trage ich auch diese Hose. Jetzt muss ich irgendwie schauen, ob ich da diesen Stein wieder rauskriege, ne? So, mal gucken, wie das geht. So, und jetzt können wir nochmal einkaufen hier. Bei dem guten Mann. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Hi, Raytree. From South Korea. War Kate Sif nicht ein weißer Katzenroboter? Stimmt, Kate Sif. Greifen aus Rüstung und so weiter. Okay. Ein sidarischer Gambeson, der ein wenig besser ist als meine derzeitige Rüstung. Jetzt kann man das auch halt gescheit sich anschauen. Ich könnte allerdings auch vielleicht was zum Sockeln kaufen. Das hier ist auch besser. Aber das ist auch wichtig, dass ich nicht mehr so viel Schaden einstecken muss. meine ist besser. Und das sind so Dinger, oder? Wird in einer freien Fassung eines Ausrüstungsgegenstands platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Quen, Axi, Betäuben, Irden und Plunder. Ja, Plunder. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das haben will. Finde ich sicher noch was Besseres. Der hat auch nicht wirklich was für mich. Aber wir könnten eine Runde Gwind spielen, oder? Ach, später. Bis dann. Erstmal muss ich hier schauen, dass wir mal ein bisschen was reißen können. Also, jetzt mal für uns alle gemeinsam. Weißgarten ist komplett erledigt. Mr. Bonsai, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Oh, ich liebe Bonsai-Bäumchen. Voll schön. Ah. Anschlagbrett, ja gut, das habe ich schon erledigt. Das sieht man ja, dass es nicht mehr gelb ist. Monsternest, das wäre vielleicht das Einzige, was ich übersehen habe. Aber sonst ist alles fertig hier. Ja. So, dann hätten wir... Oh. Königliche Burg. Gibt's gar nichts. Und dann bin ich auf nach Novigrad.
Wo ich ja jetzt auch wieder bin, fällt mir gerade ein. Ich habe gerade gedacht, dass... Warte mal, ist Velen und Novigrad das gleiche? Der untere Teil ist anscheinend Velen und der obere Teil ist Novigrad. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss mich hier unten noch aufhalten, weil da die Aufträge leichter sind. Dann wäre Ochsenfurt ja wahrscheinlich sogar okay. Und dann gibt es noch Skellige, hoppala. Wo ich aber, glaube ich, auch noch gar nicht hinkomme, weil ich dann noch irgendjemanden bezahlen muss oder so. Die Katze könnte Karfunkel heißen. Ist das einzige katzenähnliche Tier mit Namen, den ich jetzt in FF gefunden habe? Ist Karfunkel nicht ein Hartfuchs? Es hat irgendwie die Ähnlichkeit zu einer Katze, Hund und Fuchs gleichermaßen. Stimmt, Karfunkel wäre auch noch eine Idee. Oh, durch die Tür kommt man gar nicht raus. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns hier einfach mal Aufträge ab, jetzt wo wir schon da sind. Und schauen einfach mal, was passiert. Welches Level wir bekommen und so. Achtung, Trolle! Es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontars. Besagter Troll soll ridanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Berto Bertolomio, Hauptmann der Garnison. Nanaki ist vielleicht eine Option, da es eine Raubkatze ist. Fötushaltung. Auftrag Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wer seinem schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Regierung. Auftrag Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welcher offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der ihn seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wird sitzen lassen. Hans von Sidaris, weltberühmter Glücksritter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lilie. Auftrag Monster im Wald. Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern um Novigrad. Was habe ich denn heute von Novigrad? Treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg. Hauptmann Felix Grub. Anmerkung. Die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung. Achtung. Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. In, um, auf, unter, egal. Hauptsache der Wirt ist richtig benannt. Der Wild, der was? Jetzt hast du dich verschrieben. Ja, das ist genauso wie verlesen. Achtung, Schwindler treibt sein Unwesen. Achtung, Landsleute, fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Bänkelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber in Weissagungen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib, denn er ist nur darauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen. Das wird ihn nur ermutigen. Felipe Canalia, Student im 5. Jahr an der Fakultät für Medizin und Kräuterkunde der Akademie von Ochsenfurt. Wald, Waldschiefer. Ah. Das hätte alles heißen können, Masuna. Gwint, spielt gegen mich, Stepan. Hast du schon alle Gwint-Spieler besiegt? Glaubst du, du bist bereit für die Besten der Besten? Dann tritt gegen Stepjan an. Der ist so gut, dass es scheint, als würden die Karten sich von selbst spielen. Weitere Informationen in der Alchemie-Taverne in Ochsenfurt. Stepan wird. So, ich habe jetzt ganz viele Markierungen auf nicht erkundeten Orten. Achtung, Trolle. Ja, das habe ich ja alles gerade vorgelesen schon. Alles klar?